Meine lieben Freunde, einen schönen guten Tag. Ich war in Wachenheim am Wochenende, habe da ein schönes Konzert gegeben. Ihr seht gleich ein paar Ausschnitte davon. Und ich möchte euch noch vorher ganz kurz sagen, das Album Sternenstaub ist bereits im Presswerk. Die nächsten Tage müsste es sogar schon bei mir eintreffen. Dann seht ihr ein kleines Video, in dem ich die CD vorstelle. Und am 7. Mai wird es natürlich pünktlich released. Ihr bekommt vorher nochmal am 5. Mai ein drittes Video, eine dritte Single dazu. Und zwar den Titelsong zum Album Sternenstaub. Und dann folgen nochmal zwei große Videos danach. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Am Ende sehen wir uns nochmal wieder und ich erzähle euch, was es noch so Neues gibt. Eine Sache vorab, es gibt noch zwei schöne Seminare, und zwar die Feel Good Seminarreihe wird nochmal fortgesetzt. Es gibt nur wenige in diesem Jahr. In der Neumühle, im Europäischen Zentrum für Meditation im Saarland, findet am, ich glaube, 14. Mai noch ein großes Seminar statt. Und Mitte Mai gibt es nochmal ein Seminar in Gemmingen in Baden-Württemberg. Mit Johanna Heitzmann, meiner geliebten Johanna, zusammen. Und zwar machen wir ein Seminar, das heißt Male deine Träume aus. Ihr findet auf der Homepage alle Infos. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir haben ein bisschen Quatsch gemacht. Viel Spaß dabei. Und am Ende sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen in Wachenheim. Wir sind zwischen Mannheim, Heidelberg und Kaiserslautern. Ungefähr. Geben wir ein wunderschönes Konzert. Mit Joshua, der ist hier. Unser Vierer, der ist hier. Und wir freuen uns schon sehr. Gleiches Einlass. Ihr dürft natürlich wie immer dabei sein. Auf der Live-DVD gibt es noch ein paar Tricks, wie ich von der Bühne hüpfe. Quatsch, natürlich nicht. Und hier gibt es neue Bilder von Johanna, schaut mal. Nächste Woche sind wir in Ehingen. Vielleicht könnt ihr da noch eins erhaschen. Vorsicht, hinter dir liegt ein Skateboard. Sehr gut. Und hier im Übrigen, nee, hier irgendwo im Bild, findet ihr das neue Video Spuren, wenn ihr es noch nicht kennt. Haben wir in Kambodscha, Laos und Vietnam gefilmt. Und gerannt bei 40 Grad. Und jetzt öffnen wir die Tore. Und dann geht's los. Kinder des Lichts. Und jetzt kommt die Musik. Oh. Okay, ich muss weg. Lass uns den Kurs ändern und das Smartphone einmal ausmachen. Wahrnehmen, offline gehen, uns ansehen und aufwachen. Und unsere Welt erfahren. Komm, lock dich aus und schau dich selber an. Lass uns den Kurs ändern. Und das Smartphone einmal ausmachen, wahrnehmen, offline gehen, uns ansehen und aufwachen. Und unsere Welt erfahren, komm, lock dich auf und schau dich selber an. Wir glauben an Wunder und verkörpern sie blind, weil wir nicht vergessen haben, dass wir selbst welche sind. Wir achten die Jungen und wir ehren die Alten, dass sich Sanftmut und Güte in den Herzen entfalten. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit dem Video. Zum Abschluss noch ganz kurz ein paar Infos. Und zwar sind wir am Sonntag in Ehingen für die Peace Crowd, eine große Friedensbewegung vom indianischen Verein,
für Heal the Earth. Da ist Stefan Bergmann der Initiator und die haben ein ganz, ganz tolles Friedensfest organisiert mit einem Trommelbaukurs. Und da seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Das Konzert ist auf Spendenbasis. Ihr könnt also Sonntag einfach zum Vogelhof kommen. Alle Infos wie immer auf den Seiten. Und dann am 6. Mai ist ja das große Release-Konzert in Steyr. Wir haben Sana dabei, wir haben Nicole dabei, wir haben viele Specials. Und es gibt noch ein paar wenige Sternenkarten, die könnt ihr euch ordern über die Adresse von Vibrating Music. Und sonst sehen wir uns bestimmt demnächst auf einem der Konzerte. Und in wenigen Tagen kann ich euch dann Sternenstaub als erste CD schon mal vorstellen. Und ihr seht, wie das Cover aussieht. Ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Bald müssten die CDs hier sein. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Peace.